Ja, hey Schnitzli und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Black Mirror 3. So, ich bin inzwischen mal ein bisschen rumgewandert und ich habe tatsächlich etwas entdeckt. Schaut mal, wer hier in der Polizeistation wieder aufgetaucht ist. Der Spooner. Ja, und ich würde sagen, dann reden wir doch mal mit dem. Vielleicht kann der uns ja wieder weiterhelfen oder fragt sich, wo wir hin sind. Wir sollten ja eigentlich auf den warten, ne? Mal gucken. Inspektor Spooner? Adrian, mein kleiner Lord, was kann der Dorfbulle denn Nettes für dich tun? Wollen Sie sich einschleimen oder mich verarschen? Such's dir aus. Haben Sie Tom verhaftet? Er ist mir im Wald entwischt. Wir haben eine Fahndung rausgegeben. Okay, alles klar. Aber reden will er anscheinend nicht nochmal mit uns darüber, dass wir eigentlich warten sollten. Na dann gehen wir doch einfach mal durch. Die schwarze Kugel. Diese schwarze Kugel, die damals aus dem Museum gestohlen wurde. Willst du sie zurückgeben? Das wäre natürlich fein. Also ist sie nicht wieder aufgetaucht? Nein. Schade, schade. So, die Hieroglyphen werden ihn auch nicht interessieren. Wahrscheinlich ist das Interessante hier Miss Valleys Haus, ne? Aber ich will einmal alle Dialogoptionen durchgehen. Sowas schon mal gesehen? Sowas ähnliches. In den Zellen an der Wand. Okay, das interessiert ihn alles überhaupt nicht. In der Umgebung hier soll es Hügelgräber geben. Wissen Sie zufällig, wo man die finden kann? Du hast doch gerade erst ein Schloss geerbt. Willst du schon wieder umziehen? Können Sie nicht einmal eine vernünftige Antwort geben? Bitte. Na, wenn dir das so viel bedeutet. Nein, ich weiß nicht, wo man hier Hügelgräber finden kann. Irgendwie hatte ich erwartet, dass er sowas sagt wie, ja, wir sind doch keine Touristeninformation oder so. Na gut, Miss Valleys Haus, genau, das ist ja jetzt mal spannend. Wären Sie unter Umständen bereit, mir eine klitzekleine Auskunft zu geben? Jetzt bin ich aber gespannt. Sie haben doch damals das Haus von Miss Valley durchsucht. Sind Ihnen dort irgendwelche archäologischen Aufzeichnungen über den Weg gelaufen? Zack? Hm? Solltest du nicht längst auf Patrouille sein? Oh, okay, ein privates Gespräch. Weißt du, Adrian, ich habe das Gefühl, dass unsere, ich nenne es mal Beziehung, in letzter Zeit etwas festgefahren wirkt. Ständig kommst du mit neuen Wünschen an. Immer soll ich dir etwas geben. Ich finde, es ist an der Zeit, dass wir das ändern. Wollen Sie mich zu Dr. Winterbottom begleiten? Eine Paartherapie machen? Nette Idee, aber mir schwebt da was anderes vor. Wie du vielleicht schon bemerkt hast, neige ich manchmal dazu, etwas vorschnell zu urteilen. Das ist einer der Gründe, warum man mich hierher nach Willow Creek versetzt hat. Eigentlich hatte ich mir mein Leben als Inspektor anders vorgestellt. Verfolgungsjagden, Schießereien, Explosion. Du schaust mir in die Seele. Aber ohne einen nachweisbaren Erfolg werde ich dieses Nest so schnell nicht wieder verlassen. Und da sich bei dir die Bedingungen leider geändert haben... Was soll sich da geändert haben? Ich bin unschuldig, wie eh und je. Aber jetzt bist du ein Lord, wie du letztens so treffend bemerkt hast. Und das ist im guten alten England ein Grund, die ganze Sache mit mehr Fingerspitzengefühl anzufassen. Oder anders gesagt, ein Irrtum in so einem Fall würde meiner Karriere überhaupt nicht gut tun. Hab ich das richtig verstanden? Sie haben die Hosen voll, weil ich jetzt ein Schloss besitze? Vielleicht ist es ja noch nicht zu spät, die ganze Sache zu vergessen, den Fall abzuschließen. Nur dazu muss ich dem Richter etwas Eindeutiges vorlegen. Ist das eine höfliche Bitte um ein Geständnis? Sind Sie noch zu retten? Nein, nein, du verstehst das falsch. Die Sache mit Tom und diesem Phil ist schon mal ein guter Anfang. Außerdem hat Murray seine Aussage... korrigiert und dir ein Alibi für den Mord an Miss Valley gegeben. Scheint dich ja sehr zu mögen, der Typ. Aber es gibt doch noch diesen Louis und diese Angelina. Sie gelten zwar als vermisst, aber auch ein Vermisster kann ein Täter sein. Jetzt klar? Na, endlich sprechen wir dieselbe Sprache. Was ist nun mit Miss Valleys Haus? Haben Sie da was gefunden? Wir haben dort nur Fotos von dir und andere fallrelevante Dinge mitgenommen. Wenn du denkst, du findest dort etwas, was diesen Fall zum Abschluss bringen kann, lasse ich dich das Haus ansehen. Sind wir jetzt Partner? So würde ich das nicht nennen.
Hey, aber dieses Gespräch hat nie stattgefunden, klar? Zack wird dich begleiten. Ich will über alles informiert werden. Selbstverständlich, Herr Inspektor. Wiedersehen. Wohlan, Milord. Okay, alles klar. Der Inspektor möchte also echt mit uns zusammenarbeiten. Aber dass dieser Sinneswandel nur passiert ist, weil wir ein Lord sind, finde ich schon... Ja, weiß nicht. Finde ich schon speziell. Er hätte auch überzeugt werden können. Aber na gut. Zack, bringen Sie mich zum Haus? Zufällig? Kann ich kurz etwas fragen? Ja, genau, hier. Der Inspektor meinte, es wäre kein Problem, wenn ich mir das Haus von Miss Valley anschauen würde. Sie sollen allerdings mitgehen und aufpassen. Wenn er meint, ich hole eben die Schlüssel. Viel Spaß beim Suchen. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie gehen möchten. Okay, wow. Neuer Ort, Miss Valleys Haus. Schönes Haus hat die bisher. Knoblauch. Miss Valley hatte wohl nicht nur Angst vor den Gordons. Ja, oder sie wollte was kochen. Also da musst du jetzt keine Verschwörung sehen, finde ich. Alte Zeitungen und ein Buch mit englischen Kinderliedern. Das hilft mir nicht weiter. Schaut mal, wir sind da im Spiegel. Das ist ja cool. Okay, so Teppich. Ist da was drunter? Was haben Sie vor? Vielleicht gibt es eine geheime Falltür unter dem Teppich. So ein Blödsinn. Na, du wirst überrascht, Zack, wie oft das passiert. Oh, okay. Aber anscheinend diesmal tatsächlich nicht. So, was haben wir hier? Ein Schaukelstuhl aus Holz. Die Rückenlehne sieht nicht gerade bequem aus. Okay. Hier Bilder. Miss Valleys Bruder, Vic. Sie hat ziemlich viele Bilder von ihm. Ist aber auch kein Wunder. Sie war wie besessen von seinem Tod. Und vor allem von seinem Mörder. Samuel Gordon. Meinem Vater. Okay, alles klar. So, dann haben wir hier noch den Kamin. Ich glaube, in Willow Creek gibt es sowas wie Öl oder Gas einfach noch nicht. Alter, schau dir doch dieses beeindruckende Teil mal an. Also bitte, wer will denn eine olle Heizung an der Wand, wenn man so einen fetten Kamin haben kann? Geschirr im Folklore-Stil. Wir Experten sagen dazu bemalte Teller. Ihr Experten, so, die Physiker. Oh, hier ist noch ein Foto. Sie muss ihren Bruder sehr geliebt haben. Okay, mehr ist da aber nicht. So, dann haben wir hier noch, hier war doch gerade irgendwas. War hier nicht irgendwas zum Anfassen? Hier, Kohlestückchen, ja. Was dagegen, wenn ich mir ein Stückchen Kohle mitnehme? Ich glaube, da hat niemand etwas dagegen. Ich schlepp halt gern Kram in meinen Taschen rum, ne? Müssen Sie wissen, ist so ein Hobby von mir. So, hier vorne ist nix. Hier ist ein Notizblock, den wir mitnehmen können sogar. Ein leerer Notizblock. Was machen Sie da? Ich wollte mir nur ein Blatt Papier nehmen, um mir Notizen zu machen. Und er nimmt auch wirklich nur ein Blatt. Sehr brav. Können wir bestimmt irgendwas damit durchrubbeln, ne? Jetzt, wo wir das Blatt und die Kohle haben. So, Bücherschrank. Das hier könnte interessant sein. Miss Valleys Büchersammlung. Mal sehen. Englische Geschichte und Geschichten. Camelot und der Heilige Gral, von Wilhelm dem Eroberer bis zur Magna Carta. Eine Mappe von einer Universität. Constable, darf ich mir die Mappe hier mal ansehen? Das sind alles nur Bücher über Wissenschaft. War das ein Ja? Von mir aus. Aber machen Sie nicht zu lang. Okay, jetzt haben wir so eine Mappe und der Bücherschrank ist nicht länger anklickbar. Dann gucken wir doch mal. Sieht mir Naharbeit. Aha. Zu welchem Thema denn? Keine schwarze Kugel. Wenn ich Glück habe, hat sie noch keiner entdeckt. Jetzt muss ich nur noch herausfinden, wo dieses Hügelgrab genau liegt. Mehr sagt er dazu nicht. Ah doch, okay. Expedition 6. Juli 1981. Unsere Gruppe untersuchte heute das Gebiet von Sektor 13. Wir fanden einen unversehrten und wahrscheinlich bisher von Grabräubern verschonten Tumulus. Der Eingang war noch mit einem für diese Bauart typischen Felsblock verschlossen. Es handelt sich bei dem Grab
nach bisherigen Erkenntnissen um einen Cotswold Seven-Typ. Wir fanden Überreste von 12 Personen, vermutlich Männern. Bei einigen fehlte der Schädel, Knochen wurden umsortiert. Wir nehmen an, dass die Schädel noch während der Nutzung der Stätte für Rituale entfernt wurden. Wieso, das bleibt zu klären. Ah ja, okay, aber das hatte er ja gesagt, dass in diesen Hieroglyphen, die wir da gefunden haben, dem Typen der Kopf abgenommen wurde, ne? Die Position des Grabes haben wir auf der Karte markiert, um das Grab vor Grabräubern zu schützen. Wird diese Karte im Archiv der Universität eingelagert und ist nur für autorisierten Personen zugänglich. Fundstücke und Proben zur Archivierung geschickt. 7 vollständige männliche Skelette, 5 männliche Skelette ohne Schädel, 1 goldene Figur in Form eines Stieres, 2 goldene Tafeln mit Hieroglyphen, 1 Probe Sandboden aus dem Grab. Außerdem eine Bodenprobe aus dem Sumpf und diverse Kleintierknochen der Umgebung. Kann ich hier was malen? Ich habe hier so einen Stift. Aber ich kann Wörter unterstreichen. Okay, das wird bestimmt noch wichtig. Moment, erstmal belassen wir es dabei. Es muss in dieser Seminararbeit doch eindeutige Wörter geben, mit denen ich den genauen Ort bestimmen kann. Ich denke, 3 Wörter sollten reichen. 3 Worte für den Ort. Da hast du dir aber viel vorgenommen. So, können wir hier die Treppe hoch? Das ist ganz schön schmal, ne? Bleiben Sie bitte hier unten. Was? Wieso? Vielleicht gibt es oben etwas Interessantes. Mm-mm. Miss Valley bewahrt all ihre Unterlagen hier unten auf. Wir haben oben bereits alles durchsucht und bis auf ein paar Fotos von ihrem Bruder Vic nichts gefunden. Na schön. Okay, dann bleiben wir eben hier unten. Dann gucken wir jetzt nur noch den Schreibtisch an. Mal gucken, was da liegt. Zeitungsausschnitte über den Mord an Vic. Unvorstellbar, wie man ein Kind so brutal ermorden kann. Ach, das war's? Okay, dann müssen wir uns anscheinend jetzt wirklich diese Arbeit angucken. 3 Worte, die beschreiben, wo genau das Grab ist. Hm? So. Naja, einmal Sektor 13 wahrscheinlich, wo immer das ist. 12 Personen. Naja, die Karte ist im Archiv. Das hilft euch wahrscheinlich nicht. Ah, der Sumpf. Bodenprobe aus dem Sumpf der Umgebung. Okay, das hilft wahrscheinlich noch. Vielleicht das mit dem Felsblock? Sektor I3 hilft mir auf jeden Fall weiter. Bodenprobe aus dem Sumpf. Davon gibt es nur einen hier. Und das andere? Das andere war auch richtig. Ah, wahrscheinlich ist das mit dem Felsblock für, wenn wir da sind. I3. Ich dachte, das wäre 13. Sumpf. Sektor I3. Bodenprobe aus dem... Aber über den Felsblock sagt er nichts. Dann ist das wahrscheinlich falsch, oder? Ich bin unsicher. I3? Huch, was ist hier? Vielleicht überspringen oder so. Sumpf. So, mal gucken. Grab auf der Karte. Aber die Karte, da kommen wir ja nicht ran. Naja, dieses mit dem Cotswold Seven-Typ, aber das weiß er ja wahrscheinlich nicht, was das bedeutet, oder? Sektor I3 hilft mir auf jeden Fall weiter. Bodenprobe aus dem Sumpf. Davon gibt es nur einen hier. Aber das andere kommentiert er nicht, dann ist das wahrscheinlich falsch. Sagt er immer was, nachdem wir 3 Worte unterstrichen haben? Ich probiere mal, ich unterstreiche einfach mal 3. Ja, okay. Aber dann steckt er das einfach nur so weg. Du hilfst gar nicht. Okay, aber wir wissen, das mit dem I3 ist richtig. Und das mit dem Sumpf auch. Das macht ja auch am meisten Sinn. So. Tja, was gibt uns noch? Naja. Es gibt uns noch Hinweise darauf, wo es ist. Der Sandboden vielleicht? Sektor I3 hilft mir auf jeden Fall weiter. Bodenprobe aus dem Sumpf. Davon gibt es nur einen hier. Okay, ich meine, wir könnten einfach mal in den Sumpf gehen.
passiert, wenn wir mit ihm reden? Ich habe bestimmt etwas übersehen. Und ich denke, ich werde hier nicht so schnell wieder reinkommen. Okay, wir müssen also das Rätsel lösen. Alles klar. Gut. Also, die drei, Sumpf. Tja, was gibt noch? Halt diese Karte. Aber da wir da nicht rankommen, glaube ich nicht. So. Ein Tumulus, der Eingang war von einem Felsblock verschlossen. Ich hätte halt gedacht, das ist, dass wenn wir sehen, wir halt sehen, dass es das ist. Der Typ hätte ja auch helfen können, aber du weißt ja auch nicht, was das ist. Die Knochen wurden umsortiert. Nutzung der Stätte, das bleibt zu klären. Naja, dass da halt Sandboden drin ist, aber das hilft anscheinend auch nicht. Was könnte noch uns sagen, wo das ist? Naja, Position des Grabes, aber das hilft uns ja gar nicht weiter. Eigentlich. Ich bin mega unsicher irgendwie. Sektor I3. Bodenprobe aus... Nee, das ist es noch nicht. Okay, ich glaube, ich schneide mal an die Stelle, wo ich es rausgefunden habe. Kleinen Moment. Oh, das war ein gutes Geräusch. Dass es da Tiere gibt in der Umgebung. Damit kann ich doch schon was anfangen. Sektor I3 im Sumpf. In der Nähe war ich schon, als ich die Portale gesucht habe. Und dort eine Stelle, an der viele Kleintierskelette liegen. Das muss sich doch finden lassen. Das hat dir gereicht, dass da Tiere sind? Okay, na gut. Ich habe bestimmt etwas übersehen. Ach so, oh. Okay, Moment. Wir dürfen noch nicht gehen. Aber es gibt keine Lupe mehr. Darren, was willst du denn dir angucken? Wir können mit ihm nochmal reden? Ich habe bestimmt etwas übersehen. Okay, aber was? Hier ist doch nichts weiter. Hä? Wir haben in der Arbeit... Anhand der Informationen, die ich aus der Seminararbeit habe, sollte sich das Hügelgrab schon finden lassen. Ja, aber dann auf geht's. Nichts wie hin. Hä, seht ihr noch eine Lupe irgendwo? Was sollen wir denn noch machen? Ich habe bestimmt etwas über... Er will nicht. Tja, was machen wir denn dann jetzt? Wir haben ja auch nichts, womit wir was benutzen können. Wir könnten ihm das halt mal zeigen, ne? Aber weiß ich nicht, ob er da interessiert ist. Scheint nicht so. Wenn wir nicht mal Gegenstände... Soll ich noch irgendwie... Ach so, soll ich das einmal hier auf der Karte mir noch angucken vielleicht? Moment, ich probiere mal auf der Wanderkarte was. Ich habe das Portal gefunden. Okay. Ich habe hier noch zu tun. Das möchte ich erst mal erledigen, bevor ich hier weggehe. Okay, also nichts in der Karte einzeichnen. Hä, aber was machen wir denn dann jetzt? Tja. Da stellst du mich vor Rätsel, Darren. Hier ist doch nichts weiter. Hier ist die Tür. Wir haben alles angeguckt. Ist hier noch irgendwie? Kann ich hier noch so weiter in die Küche oder so? Nee, scheint nicht so. Hier die Notizen ist nix. Im Bücherregal. Tja, ich weiß nicht so recht, was wir dann noch machen sollen. Er will noch nicht gehen. Mit dem Constable können wir nicht reden. Aus der Tür können wir nicht raus. Wir haben die Kohle dabei. Wir haben ein leeres Blatt. Wir können hier irgendwas draufmalen, wenn wir Bock haben. Aber was? Hä, was malt er denn jetzt? Dieser Trick hat bisher immer funktioniert. Hä? Ach so, er rubbelt durch, was quasi auf der Seite da drüber geschrieben wurde. Und gar nicht. Ich dachte, wir benutzen das, um irgendeine Inschrift abzumalen oder so. Aber er wollte wissen, was... Okay, was Miss Valley da geschrieben hat. Dann gucken wir mal.
das muss der gleiche Brief sein wie der, den ich in der Hütte gefunden hatte. Ein bisschen kann man lesen. Falls es uns nicht gelingen sollte, das Übel... Unser Ziel verfehlt und der Orden nie existiert. Bereits Opfer gegeben? Das war nie meine Absicht. Wenn der Verfluchte also... Jetzt wird's sehr undeutlich. Darf keine Spur mehr zu uns führen. Okay, können wir das kombinieren? Da hatte Miss Valley wohl angekündigt, dass sich der Orden im Fall der Fälle auflösen soll. Das erklärt einiges. Okay. Haben wir diesen anderen Brief noch? Moment, Brief vom Vatikan. Zettel mit zweiter Botschaft. Nee, ne? Dass wir vergleichen könnten, dachte ich, welche Worte, ne? Also, dass wir die fehlenden Worte einsetzen können. Können wir dann jetzt gehen? Ah ja, anscheinend. Okay. Zack, ich habe genug gesehen. Gehen wir. Legen Sie die Mappe bitte wieder zurück. Dann können wir los. Klar doch. Natürlich. Hätte ich eh gemacht, ne? Wir wollen ja aufräumen. Und dann gehen wir in den Sumpf und suchen Hügelgräber, oder? Können wir ab jetzt zu Miss Willys Haus eigentlich? Nee, okay, hier ist kein Weg erschienen. Dann gehen wir doch als nächstes mal in den Sumpf. So. Örtlicher Sumpf, nichts wie hin. Steinhaufen. Nanu, soweit ich mich erinnere, war hier gestern noch kein Steinhaufen. Hat jemand Spuren gelegt? Sollen wir einen Stein mitnehmen? Ach, oder ist da... Ist das Weiße hier ein Zettel oder ist das ein Stein? Interpretiere ich da jetzt da zu viel? Da ist etwas zwischen den Steinen eingeklemmt. Ein Stück Papier. Ah, dachte ich mir doch. Was steht drauf? Adrian Gordon? Ein Briefumschlag mit meinem Namen drauf? Die Sache wird langsam unheimlich. Lies mal. Ein Briefumschlag mit meinem Namen drauf. Kein Absender, nichts. Ach, auch nichts drin? Ach so, doch, das macht er jetzt. Okay, ich dachte schon. Jetzt mach's doch nicht so spannend, Adrian. Lies, was da steht. Die Hoffnung sei die zweite Tugend eines Hüters. Sie nährt den Weisen, doch sie narrt den Vermessenen, der sich gedankenlos auf seinen Versprechungen ausruht. Okay. Die nächste seltsame Nachricht. Das war eigentlich zu erwarten. Wer auch immer dieses Spielchen mit mir treibt, er wusste, dass ich im Sumpf vorbeikommen würde. Was ja schon die Sache einschränkt, ne? Oh, hier sind Knochen. Kleintierknochen. In Miss Valleys Seminararbeit stand, dass sie solche Knochen an ihr Institut geschickt haben. Das wäre ein Hinweis darauf, dass sich hier in der Gegend das Hügelgrab befindet. Naja, und... Ah, Trampelfahrt, okay. Ich versuche es einfach mal in diese Richtung. Ja, ja, geh einfach mal. Ich hoffe, du versinkst nicht im Sumpf, ey, wehe. Ah, nein! War nicht allzu schwer zu finden. Okay, cool. Das war easy. Hier ist der Baum muss vor Jahrzehnten gefällt worden sein. Wahrscheinlich, als sie das Grab entdeckt haben. Ein Ersatzmann hier, der beim Bau des Grabes übrig blieb. Na, oder es ist derjenige, der vor der Tür stand, ne? Das haben die ja gesagt, dass sie da einen Stein weggenommen haben. Dieselben Hieroglyphen wie auf der Steintafel in der Höhle. Diese Orte gehören eindeutig zusammen. Hier ist Kreis. Das könnte ein Loch sein oder ein Symbol für die schwarze Kugel. Ich glaube, ich bin hier richtig. Okay, dann haben wir hier noch mehr Knochen. Hier liegen noch mehr von diesen Kleintierskeletten. Ob hier wohl eine Eule haust oder etwas Größeres? Oder ein Fluch und Zweige. Ach, da können wir uns einen mitnehmen, praktisch. Hier liegen eine Menge Äste und Zweige. Die trockenen nehme ich mit. Das klingt fast so, als würden wir ein Feuer machen wollen, ne? Aber na gut, dann lassen wir uns doch mal überraschen, was in dieser Hügel... Ich habe noch nie ein Hügelgrab von innen gesehen. Ehrlich gesagt auch noch nie von außen. Was mich wohl erwartet. Gibt's da drin Licht? Stürz jetzt nicht irgendwo rein, Adrian. Hier riecht es alt. Sehr alt. Naja, es ist ein altes Grab, ne? Also, was hast du gedacht? Die Wände bestehen aus massiven Felsbrocken. Die müssen hunderte von Leuten gebraucht haben, um das Ding hier zu bauen. Na, das glaube ich aber nicht, oder? Um so hier die Felsen hinzustellen? Weiß ich nicht genau. Alle leer. Nichts zu finden. Hier haben sie wohl die Toten reingelegt.
Okay, ist hier noch irgendwas? Ja, Boden. Der Boden ist aus Stein mit einer dicken Dreckschicht überzogen. Vergraben konnten sie die Kugel sicher nicht. Na, es hat keinen Sinn. So finde ich hier nichts. Mordred wüsste bestimmt, wo zu suchen wäre. Wieso habe ich jetzt keine Vision? Hey, Mordred, wo bist du, wenn man dich mal braucht? Pass auf, was du dir wünschst. Die Idee ist gar nicht so schlecht. Wenn ich meine Pillen absetze und hier lange genug warte, kommt früher oder später sicher eine Vision. Ich meine, wo, wenn nicht hier? Allerdings stand auf der Packungsbeilage, dass es mindestens 2 Wochen dauert, bis die Wirkung nachlässt. Vielleicht kann ich das beschleunigen. Fragt sich nur wie. Das ist eine ganz, ganz blöde Idee. Darf ich das mal festhalten? Hier sind Steine noch. Hier liegen überall kleine, lose Steine rum. Und Blätter. Der Wind hat den halben Wald hier reingeweht. Ah, die nehmen wir auch mit. Ich glaube, wir machen keine wirklich schwarze Kugel drunter. Feuer. Oder? Hat er die mitgenommen? Nee, hat er doch nicht. Ich wollte schon sagen, nicht, dass wir jetzt hier so eine, ich weiß nicht, Höhlengrab-Seance abhalten oder so. Naja, aber was er wahrscheinlich andeuten wollte, war, dass wir mit Dr. Winterbottom reden müssen, vermute ich. Die wüsste ja am ehesten, wie man möglichst schnell die Pillenwirkung nachlassen lässt. So, wir gehen mal rein. Ja? Hallo Doktor, kann ich Sie kurz was fragen? Na klar, kommen Sie hoch. Gerne doch. So, na dann, gute Frau. Hi, Doc. Adrian, was kann ich für Sie tun? Hören Sie, ich habe mal eine richtig unverdächtige Frage. Ich glaube, die Medikamente machen Probleme. Wie meinen Sie das? Vertragen Sie sie nicht so gut? Wird Ihnen schlecht? Naja, ich habe das Gefühl, dass sie heute nicht so wirken wie sonst. Kann es sein, dass ich etwas gegessen habe, was die Wirkung herabsetzt? Haben Sie große Mengen Baldrian-Tee getrunken oder Johanniskraut-Tee? Diese beiden Kräuter könnten die Wirkung herabsetzen. Nein. Ich hab's nicht so mit Tee. Dann haben Sie vielleicht Antazida gegen Magenschmerzen oder Sodbrennen genommen. Das sollten Sie besser nicht tun. Magnesiumhaltige Mittel in Verbindung mit koffeinhaltigen Getränken hemmen die Aufnahme der Haloperidox-Wirkstoffe ins Blut. Ich hätte Sie darauf hinweisen müssen, entschuldigen Sie. Das heißt also neben Baldrian und Johanniskraut auch keine Magenmittel und kein Kaffee? Nicht zusammen. Aber 1 oder 2 Tassen Kaffee am Tag sind nicht so schlimm. Nur nicht übertreiben. Ihr Husten klingt jeden Tag schlimmer. Bye, Doc. Geben Sie auf sich Acht, Adrian. Okay. Wir haben jetzt also eine Anleitung, wie wir unsere Medikamente wirkungslos machen. Das ist eine ganz, ganz blöde Idee. Darf ich das nochmal sagen? Macht sowas nicht. Wenn euer Arzt sagt, ne, nimm das nicht mit diesem Medikament, dann macht das nicht. Basta. Aber na gut, ich würde sagen, das Einfachste, wo wir rankommen, wäre wahrscheinlich so eine Tasse Kaffee. Oder 3. Sie meinte ja, so 2 sind okay. Mal gucken, was der Adrian hier sich jetzt reinballern will. Edward? Mr. Gordon, womit kann ich dienen? Kann ich hier auch ein ganzes Päckchen Kaffee kaufen? Aber natürlich, Sir. Welche Sorte hätten Sie denn gern? Die stärkste. Bitte sehr. Das ist ein kolumbianischer Kaffee. Eine meiner Lieblingssorten. Danke. Machen Sie es gut, Edward. Ich versuche mein Bestes, Sir. Okay, alles klar. Das war easy. Kaffeepulver haben wir schon mal. Wir haben ja auch noch den Topf im Schloss. Vielleicht können wir uns da einen Kaffee kochen. Ansonsten sollen wir mal im Tante-Emma-Laden gucken, ob wir hier Baldrian oder so kriegen. So, da müssen wir jetzt aber endlich mal mit der Verkäuferin reden können, ne? Das wollte er bisher ja immer nicht. Hi. Achso, okay, sie sagt gar nichts. Sodbrennen und Baldrian. Ja, machen wir beides, ne? Aber ja. Haben Sie etwas gegen Sodbrennen? Ja. Ja, natürlich. Magensalz kann ich da nur empfehlen. Ist das, magnesiumhaltig? Nein, das ist nur ein Salz. Haben Sie noch etwas anderes? Wenn Sie Magnesium brauchen, können Sie auch ein Antazidum nehmen. Das ist zwar rezeptpflichtig, aber bei Ihnen mache ich eine Ausnahme. Okay. Das ist ja sehr charmant von Ihnen und gegen die Regeln, ne? Aber na gut. Wir wollen das ja eh haben, also nehmen wir das mit. Und dann können wir direkt auch noch nach Baldrian fragen. Hi,
Haben Sie Baldrian-Tee oder Johanniskraut? Ich fürchte, nein. Aber ich kann es Ihnen bestellen. Dauert vielleicht 2 Tage? Ah, das ist zu lang. Ich bräuchte es heute noch. Oh, dann weiß ich auch nicht. Auf Wiedersehen. Ja. Okay, die freut sich nicht, wenn wir zu Besuch kommen. Aber wir haben zumindest Pillen gekriegt. So, und die hat kein Baldrian-Kraut. So wie ich den Adrian kenne, will der wahrscheinlich alles, ne? So halbe Sachen macht er nicht. Und wird das vielleicht irgendwie... vielleicht selber sammeln oder so? Wenn es so Kraut ist, vielleicht wächst das in der Natur. Na gut, aber ich würde sagen, das reicht erstmal für diese Folge von Black Mirror 3. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr gute Ideen habt, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann!